Xenia droben beichtet, dass sie Walter eigentlich ganz cool findet? Ich denke, als Mensch im normalen Leben ist er kompliziert, aber als Protagonist für ein Format ist wirklich ein, ich weiß nicht, halt Geschenk des Gottes. Sie antwortet auf eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf Traumfrau gesucht. Wegen, war das geskriptet oder nicht? Und wir gucken uns gemeinsam mal an, was die Kandidaten eigentlich heute so machen. Und dabei decke ich sogar ein paar kleine Lügen auf. All das und noch einiges mehr wird es in diesem Wahrheitsvideo zum Thema Traumfrau gesucht, Walter und Co. geben. Eine meiner persönlichen Lieblingsformate, über das wir jetzt natürlich wieder alles kommentieren, parodieren und analysieren. Oh, und übrigens wird dieses Video heute von Curf gesponsert. Einer tollen Möglichkeit, dein Portemonnaie ein bisschen schlanker zu machen und ganz nebenbei auch noch Geld zu sparen. Okay, als erstes wollen wir uns mal einen exklusiven Livestream mit einer Person angucken, die bekanntermaßen bei Traumfrau gesucht eine ziemlich große Rolle eingenommen hat und die sich hier sicherheitshalber auch nochmal vorstellt. Allen guten Tag, ich bin Xenia Droben, ich bin Partnervermittlerin, ich mache das schon seit 23 Jahren. Ja, richtig gesehen, das ist tatsächlich Xenia, die übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal hat und den und natürlich auch alle anderen Quellen habe ich euch heute wieder in der Infobox verlinkt. Und die wird auch heute immer noch überwiegend auf dieses eine Format angesprochen. Mein Name verbindet man immer wieder mit dieser Sendung, obwohl die letzte Staffel schon vor 5 Jahren gedreht wurde. Xenia hat dann nochmal erklärt, was ihre Rolle als Partnervermittlerin bei dem Format eigentlich war. Denn sie hatte ja die wirklich sehr schwierige Aufgabe, Walter, Elvis und Co. an den Mann zu bringen. Sie hat in der Zeit aber auch für RTL 2 gearbeitet und das habe ich zum Beispiel auch noch vorher nicht gewusst. Ein paar Mal war ich als Aufnahmeleiterin dabei in der Ukraine mit Walter. Naja, und viele würden jetzt vielleicht sagen, dass Traumfrau gesucht so mit einer der Tiefpunkte des deutschen Fernsehens ist. Und vielleicht ist es Xenia dann ja auch peinlich, dass sie früher daran teilgenommen hat. Aber nein, im Gegenteil, sie feiert das heute immer noch so richtig. Ich finde das Format absolut genial und wie das gedreht war und die ganze Geschichte und wie das geplant war, ich finde das absolut klasse. Und sie hat auch eine ganz deutliche Meinung zum Sender RTL 2 und dem Trash-TV grundsätzlich. Naja, was soll ich sagen, als großer Fan kann ich ihr da zumindest teilweise nur zustimmen. Trash-TV, das ist kein billiges TV, das ist absolute Klasse, wie das gemacht war und wie das geschnitten war. Ja, das stimmt schon irgendwie. Und ich hoffe ja immer noch so sehr darauf, dass Traumfrau gesucht irgendwann mal zurückkommt. Aber bevor Xenia auch dazu was sagt, hat sie uns erstmal ein bisschen ihre Meinung zu Walter verraten. Und ich habe gesagt, also eigentlich Walter ist nicht schlecht, weil in jedem Mann ist ein bisschen Walter drin. Warte mal ganz kurz, hat Xenia gerade gesagt, dass in mir ein Stück von Walter ist? Okay, ich glaube, ich rufe dann schon mal das Krankenhaus für einen Chirurgentermin an. Aber kannst du das vielleicht lieber noch mal ein bisschen ausführen? Er ist eine Zusammenfassung von vielen Fehlern, die meine beiden Partnersuche machen. Naja gut, das wiederum stimmt natürlich schon irgendwie. Und danach hat Xenia Droben dann übrigens erstmal ein bisschen erklärt, wie das eigentlich so für ihre Partnervermittlung war, dass das dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Denn so ein großer finanzieller Erfolg war das für sie anfangs eher nicht. Die ersten 3 Folgen hat uns kein Mensch angerufen. Wahrscheinlich haben alle gedacht, es ist geskriptet. Okay, aber das ist, glaube ich, sowieso eine der wichtigsten und interessantesten Fragen, die auch in meinen Kommentaren wirklich dauernd gestellt wurde. Und Xenia hat dazu wirklich, wie ich finde, eine sehr überraschende Erklärung. Wegen, war das geskriptet oder nicht? Aber gut, bevor wir uns dann gleich die überraschende Antwort angucken, wollte ich dich nochmal ganz kurz an Curve erinnern. Und zwar ist das eigentlich nicht nur diese Karte, sondern im Wesentlichen eine App, die alle deine Visa und Mastercards und viele Treuekarten miteinander verbindet und ganz nebenbei auch noch smart macht. Das heißt, in Zukunft sparst du dir ziemlich viele hiervon. Und nimmst nur noch deine, in der Basisvariante übrigens komplett kostenlose, Curve-Card zum Einkaufen mit. Oder bezahlst noch einfacher mit Apple, Google oder Samsung Pay und bestimmst dann über die App, mit welcher Kreditkarte das Ganze abgerechnet werden soll. Und falls das mal die falsche Karte gewesen sein sollte, was bei mir manchmal vorkommt, kein Problem, denn du kannst mit Curve quasi 30 Tage lang zurück in die Vergangenheit reisen und das dann einfach noch ändern. Das vielleicht coolste ist aber, dass du bei Curve 30 Tage lang 1% Cashback bekommst und das auf alles und bei einigen ausgewählten Partnern sogar noch viel mehr. Und das gilt auch immer zusätzlich zu allen anderen Treuepunkten oder Cashback-Geschichten, die du sowieso schon hast. Mit anderen Worten, du verdienst Geld,
beim Geld ausgeben. Diese Features machen Curve dann definitiv zu einem Upgrade für alle Visa und Mastercarden. Und wenn du jetzt Lust haben solltest, dir das mal genauer anzugucken, dann klick auf jeden Fall auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Und ich erzähle dir ein bisschen später nochmal, warum ich sie eigentlich benutze. Okay, damit jetzt aber endlich zurück zum Video und der großen Frage. Ist Traumfrau gesucht denn jetzt gescriptet gewesen oder nicht? Es war nicht, aber es war natürlich organisiert. Okay, wie gesagt, das überrascht mich jetzt doch ehrlich. Deswegen frage ich sicherheitshalber nochmal nach. Also Xenia, da war jetzt wirklich nichts geschauspielert oder so? Aber es war wirklich absolut nichts gespielt, weil ich mache sowas. Krass, aber an der Stelle würde mich jetzt schon mal ein kleines bisschen deine Meinung interessieren, denn glaubst du das Xenia jetzt oder meinst du, sie lügt jetzt aus irgendeinem Grund? Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, aber da das Ganze jetzt ja schon Jahre her ist und Xenia mittlerweile auch nichts mehr mit dem Sender macht, würde ich einfach behaupten, dass sie dann schon die Wahrheit sagt, weil sie ja keinen Grund hat zu lügen. Aber da kann man natürlich wahrscheinlich geteilter Ansicht sein. Um deutlich zu machen, dass da auch echte Liebe entstanden ist, hat Xenia sich dann ein paar der ehemaligen Kandidatinnen rausgesucht. Hier geht es zum Beispiel um eine Dame, die es ja erst neulich bei mir in einem Video zu sehen gab. Am nächsten Tag nach der Ausstrahlung hat mich ein Mann angerufen und hat gesagt, ich will diese Frau kennenlernen. Ja, und diese sehr hübsche Blondine, die Elvis damals übrigens einfach zu alt war, obwohl sie nur ein halbes Jahr älter ist als er selbst, ist so gesehen dann quasi durch Traumfrau gesucht tatsächlich unter die Haube gekommen. In 5 Tagen war er schon in Moskau und hat Julia getroffen. Die haben geheiratet. Auch die Leute im Stream wollten das dann übrigens erstmal noch nicht so richtig glauben und haben nochmal sicherheitshalber nachgefragt, was sie dann mit organisiert meint und ob dann wenigstens die Dates so grundsätzlich irgendwie gescriptet waren. Aber auch dazu hatte sie wieder ein ganz klares gegenteiliges Statement. Also eigentlich gescriptet waren die Dates nie. Ein paar haben dann vermutet, dass Xenia das vielleicht nur behauptet, weil sie irgendwie im Privatleben noch was mit den Leuten wie Walter und so zu tun hat. Das scheint aber ebenfalls nicht wirklich der Fall zu sein. Ehrlich gesagt nicht. Also ich bin mit keinem von Protagonisten im Kontakt, außer Dennis ab und zu. Dafür habe aber ich natürlich für euch herausgefunden, was die Leute eigentlich so machen und das zeige ich euch dann ein bisschen später. Xenia hat dann währenddessen aber erst nochmal erklärt, dass Elvis und Walter und so übrigens nichts für ihre Dienste bezahlt haben, denn das lief ja alles quasi über den Sender RTL 2. Keine von Protagonisten war im realen Leben mein Kunde. Dass Xenia das ganze Format übrigens sehr ernst genommen hat, erklärte sie dann auch nochmal an dem Beispiel, dass sie wirklich versucht hat, die Männer ernsthaft zu vermitteln. Der Erfolg war ja nur verständlicherweise nicht so groß. Ich habe immer versucht, das Beste daraus zu machen, mein Geschäft zu tun, wie ich normalerweise tue, aber trotzdem so ein bisschen Show vorzubereiten. Auch zu RTL 2 hat sie dann noch ein bisschen was gesagt, denn es gibt da ja, wie ihr vielleicht in meinem Wahrheit zu Frauentausch-Video gehört habt, durchaus ziemlich schlimme Redakteure, die auch sehr viel Druck machen. Bei Traumfrau gesucht hingegen war es allerdings offensichtlich einigermaßen nett. Ich konnte meine Meinung immer sagen und keiner hat mir Mund gehalten. Aber ich wusste immer nicht, was nach dem Schnitt bleibt. Zum Schnitt sagt sie dann übrigens später nochmal was. Und weil einige im Stream auch unbedingt wissen wollten, was denn zum Beispiel mit Mumpy Manfred aus der ersten Staffel eigentlich so ist. Der hat wohl damals auch tatsächlich die Frau, die er in der Serie kennengelernt hat, geheiratet. Ich bin ehrlich, das ist jetzt auch ein mittlerer Schock für mich. Die Ehefrau von Manfred? Also die Sophie, die er in Moskau kennengelernt hat, also die sind immer noch zusammen. Als nächstes ging es dann noch mal ein bisschen um Walter und Xenias Meinung zu ihm. Naja, und beim ersten Punkt, glaube ich, können wir alle nur zustimmen. Also eigentlich Walter ist nicht so einfach, wie man denkt. Trotzdem hat Xenia auch noch mal Walters positive Seiten hervorgehoben. Und ich muss ja auch sagen, er ist schon wirklich ein verdammt komischer Typ, aber ein paar Sachen kann er halt auch. Er ist super intelligent. Er spricht 4 Sprachen. Und außerdem hat Xenia ihn dann auch in Bezug auf das Fernsehen wirklich in allerhöchsten Tönen gelobt. Ich würde mir auch immer noch wünschen, dass es nochmal so eine richtige Walter-Serie gibt. Ich denke, als Mensch im normalen Leben ist er kompliziert, aber als Protagonist für ein Format ist wirklich ein, ich weiß nicht, halt Geschenk des Gottes. Aber auch hier, Xenia, ich muss jetzt sicherheitshalber einfach nochmal nachfragen. Es ist doch jetzt nicht wirklich so, dass Walter genauso ist, wie er bei Traumfrau gesucht gezeigt wurde, oder? Da muss doch irgendwas geschauspielert gewesen sein. Er war kompletter er selber. Er hat wirklich keine Sekunde irgendwas gespielt. Ich bleib dabei. Einfach krass. Und dann hat sie noch ein Beispiel gegeben, denn Walter besitzt zum Beispiel seine kleinen Wix-Ordnerchen wohl wirklich. Ich möchte mir seine Wohnung mit den vielen weißen Flecken eigentlich nicht vorstellen. Er hatte wirklich volle Ordner von ausgedruckten Bildern von irgendwelchen Dating-Seiten. Er hat das auch vor Traumfrau gesucht gemacht. Okay, dann ist mir jetzt aber doch noch was eingefallen. Wenigstens diese Walter-Surprise-Tüten.
Die hat doch bestimmt irgendein RTL2-Redakteur, der schlechtes Koks hatte, erfunden, oder? Also diese Geschenktüten kamen von ihm. Wie hochwertig diese Geschenke dann übrigens waren, hat Xenia aber auch nochmal hervorgehoben. Manchmal war Walter wohl sogar der Woolworth noch zu teuer. Angeboten, Lidl, Aldi und so weiter, irgendwelche Sachen gekauft. Also mit anderen Worten, da hat wirklich niemand Walter irgendwas in seine Tasche gesteckt. Und selbst auch die bizarren Sachen wie wunderschöne Flügel und Dessous, das hat er alles selbst besorgt. Billigen Schmuck und irgendwelche Kleider. Er hat das wirklich im normalen Leben schon vor den Dreharbeiten gekauft. Zum Thema Scripting machte sie dann nochmal deutlich, dass es natürlich einen Realisator gab und auch immer irgendwie einen Redakteur, der vor Ort war. Befehle, wie zum Beispiel bei Frauentausch, gab es aber wohl nicht. Kein Mensch hat gesagt, ja, jetzt Walter musst du das und das sagen und jetzt Elvis musst du dich so und so benehmen. Im Gegenteil, manchmal war es wohl sogar den RTL2-Redakteuren zu viel, was Walter, Elvis und Co. so abgezogen haben. Das ist schon irgendwie krass. Drehteam-Kollegen haben versucht, Elvis zu stoppen bei diesem Wodka-Brot, Salz. Oh ja, das Wodka-Date, das gucken wir uns natürlich demnächst auch mal im Video an. Dass aber natürlich schon der Schnitt bei der Sendung eine große Rolle gespielt hat, das hat Xenia dann natürlich zugegeben. Und hat da ein Beispiel aus einer der späteren Staffeln mit Opernsänger Alexander gehabt. Die Dame hat irgendwas gefragt, Alexander hat dumme Antwort gegeben. Und die Dame ist weggegangen, ohne was zu essen. Ja, also so wurde das dann zumindest ausgestrahlt, weil in der Realität fand davor aber trotzdem richtig langes und wohl sogar ganz okay seines Date statt. Und da merkt man dann doch, dass man mit Schneiden so einiges machen kann. Das heißt, 3 Stunden, was im Restaurant gegessen wurde, waren im Eimer und wurden nicht gezeigt. Xenia hat dann aber ein bisschen dafür geworben, dass man die Sender bei sowas natürlich auch verstehen muss. Denn man will in so einer Sendung natürlich eine lustige Geschichte erzählen und jetzt nicht unbedingt 3 Stunden Doku zeigen. Aber was für Mensch und welcher Sender wird ein 4-stündiges und 3-stündiges Date zeigen? Das heißt, von diesen 3 Stunden werden 3-4 Minuten. Und was beim Fernsehen damals wie heute natürlich das Wichtigste ist, das hat Xenia auch nochmal deutlich gemacht. Und das sollten wir uns, glaube ich, alle mal merken, weil das gilt natürlich für jedes Format, völlig egal, ob jetzt sowas wie Bachelor oder Traumfrau gesucht oder was ganz anderes. Vielleicht tollen, interessanten, intelligenten Gesprächen bleibt das, was Sender hilft, die Quoten zu bekommen. Dann gab es noch ein paar wundervolle Zuschauerfragen. Eine fand ich besonders großartig, nämlich ob die Frauen eigentlich gezwungen wurden, sich mit Walter zu treffen. Nein, also kein Mensch wurde gezwungen. Interessanterweise hat Xenia dann übrigens noch ein bisschen darüber ausgepackt, dass ihre Beziehung zu Walter heutzutage nicht mehr unbedingt die beste ist. Das ist aber interessanterweise zu 0% von ihrer Seite aus so. Ich hasse ihn nicht, er hasst mich. Ich ihn nicht, ich hasse keinen Mensch. Außerdem hat Xenia noch mal deutlich gemacht, dass es durchaus relativ viele Frauen gab, die Walter nicht nur getroffen haben, sondern die sich auch mehr hätten vorstellen können. Naja, Verrückte gibt es ja überall. Ich kann sagen, es waren Frauen, die Walter wollten. Dann kam eine Frage, die hätte auch von mir kommen können, denn es wurde gefragt, ob es vielleicht irgendwann nochmal ganz brandneue Folgen Traumfrau gesucht gibt. Das hier war Xenias Antwort. Wahrscheinlich nicht. Also die letzte Staffel wurde 2016 gedreht. Obwohl Traumfrau gesucht dann ja übrigens durchaus ein großer Erfolg im Fernsehen war, war es für Xenia persönlich gar nicht so gut, dass sie daran teilgenommen hat. Denn sie hätte damals gerne mehr mit dem Fernsehen gemacht, das ging dann aber wohl nicht mehr. Ziemlich viele andere Formate verloren wegen Traumfrau gesucht, weil die anderen Sender haben gemeint, ich bin zu bekannt. Gut, als nächstes wollte ich dann ja mit euch nochmal gucken, was die Kandidaten eigentlich heute so machen. Aber zuvor wollte ich ja nochmal ganz kurz erwähnen, warum ich denn jetzt eigentlich Curve benutze. Und klar, die Features, die ich genannt habe, sind schon ziemlich cool. Und auch der Umstand, dass man damit kleinere Summen an ausländischen Bankautomaten gebührenfrei abheben kann, ist ganz nice. Aber ich persönlich finde die Insights am spannendsten, weil man dort nämlich nicht nur seine Ausgaben auf einen Blick sehen kann, sondern das Ganze dann auch noch unkompliziert mit Notizen versehen. Und sich nicht mehr ewig durch Abrechnung quälen muss. Wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, der erste Link in der Videobeschreibung. Oh, und als kleinen Bonus gibt es übrigens 5 Euro Cashback extra, wenn du das erste Mal 5 Euro mit Curve ausgegeben hast. Okay, den ersten der bekanntesten Ex-Kandidaten, den wir uns jetzt aber nochmal angucken wollen, ist Dennis. Und der hat wirklich etwas geschafft, was ich ja teilweise auch schon in meinem Leben durchgemacht habe und wofür ich größten Respekt habe. Er hat nämlich richtig krass abgenommen. Und dabei hat Dennis zwar medizinisch ein bisschen nachhelfen lassen, indem er sich so einen Schlauchmagen hat legen lassen, aber er treibt jetzt mittlerweile seit einigen Jahren auch sehr viel Sport. Er geht nicht nur beinahe täglich joggen, sondern auch 2 bis 3 Mal wöchentlich ins Fitnessstudio. Und dass das nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass er das wirklich ernst nimmt, das merkt man auch daran, dass er sich immer höhere Ziele steckt. Und oh mein Gott, man muss wirklich sagen, der sieht heute einfach komplett aus wie ein anderer Mensch. Halbmarathon bin schon öfters gelaufen,
Aber Marathon, das will ich auf jeden Fall dieses Jahr schaffen. Und auch in Sachen Liebe ist Dennis natürlich noch immer unterwegs. So hat er neulich zum Beispiel in einem Interview gesagt: Ich habe momentan nichts am Laufen, ich genieße mein Single-Dasein und nach meiner Beauty-OP im Januar war ich auch erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich bald wieder sehr glücklich sein werde. Achso, und Beauty-OP meint an der Stelle jetzt übrigens nicht irgendwie eine gerichtete Nase oder sowas, sondern das sind eigentlich sowas wie verständliche Nachoperationen, nachdem man halt so viel abgenommen hat. Bei ihm wird eine Bauchdeckenstraffung, ein Bodylift am unteren Rücken und eine Fettabsaugung durchgeführt. Naja, und warum er das alles macht, das weiß Dennis ganz genau. Und da klingt es dann doch wieder ein bisschen so, wie man ihn halt von Traumfrau gesucht noch kennt. Er will sich auch endlich wieder wohl dabei fühlen, mit Frauen intim zu werden. Ja, coole Info, Dennis, aber weißt du was? Auch wenn du jetzt viel abgenommen hast, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Also ich glaube, da sprechen wir am besten nicht mehr drüber, okay? Ich habe jetzt auch lieber Sex und mehr Sex als vorher. Ja, toll. Und auch wenn ich es ja eben schon mal vorgelesen habe, mittlerweile ist Dennis wohl wieder Single. Das war aber nicht immer so, denn er war nach der Sendung sogar noch mal verheiratet. 2020 trennt sich der Rheinländer von seiner Frau Patricia. Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Und mit dieser Patricia war Dennis dann wohl auch gar nicht so lange zusammen. Mit dem Heiraten und mit dem Scheiden hat er es ja irgendwie. 2018 tritt der ehemalige Traumfrau-Gesucht-Kandidat vor den Traualtar. Damals, als sie sich getrennt haben, gab es dann übrigens einen richtigen Rosenkrieg auf Instagram. Und damals habe ich mich schon gefragt, warum das vom Fernsehen eigentlich nicht stärker verfolgt wird. Die Blondine behauptet, der Grund für das Liebesaus ist die Untreue des 33-Jährigen. Dennis hat aber mittlerweile völlig damit abgeschlossen und sprach dann auch davon, dass er endlich geschieden ist. Also da möchte jemand seine Patricia wohl definitiv nicht mehr zurück. Endlich. Deswegen, weil jetzt ich mit einem Neuanfang starten kann. Die beiden haben jetzt wohl übrigens seit mehr als einem Jahr wohl einfach kein Wort mehr miteinander geredet. Ich frage mich ja echt, ob Dennis da jetzt fremdgegangen ist oder irgendwas anderes schiefgelaufen. Seit der Trennung gab es da absolute Funkstille. Aber Dennis hat natürlich noch nicht aufgegeben. Und wenn man das so hört, dann könnte man den doch direkt mal wieder für eine Dating-Sendung casten, oder? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal zu heiraten, denn ich bin absoluter Familienmensch. Kandidat Nummer 2, nachdem wir jetzt nochmal gucken wollen, ist Elvis. Und der war unter anderem eine Weile sehr aktiv auf Facebook. Und er hat sich humortechnisch in den vergangenen Jahren jetzt nicht so stark weiterentwickelt. Heute mache ich ein bisschen Oberkörper, ein bisschen Unterkörper, ein bisschen seitlich, ein bisschen quadratisch. Ja, richtig gesehen, auch Elvis hat sich 2017 zum Ziel gesetzt, richtig viel Gewicht zu verlieren. Und das sah auch definitiv so aus, als würde er es ernst meinen. Allerdings bleibt Elvis natürlich irgendwie immer Elvis und einiges hat dann doch nicht so gut geklappt. Dass er es dann aber trotzdem in der Folge noch geschafft hat, einiges abzunehmen, das beweist das folgende Bild. Und irgendwie, finde ich, merkt man allein an der Pose, dass Elvis immer noch Elvis ist. Dass er auch heute noch übrigens relativ regelmäßig ins Gym sieht, kann man dann auf seinem Insta-Kanal bestaunen. Und da trifft er sogar den einen oder anderen Prominenten. Oh, und noch so ein Beweis, dass er wohl wirklich genauso ist wie in der Serie dargestellt, merkt man dann an seinen Hashtags. Die sind einfach nämlich nur wundervoll. Meine Favoriten sind Dick Big, Cute Baby Boy, Sweet Cat und Sexy Celebrity. Okay, jetzt kommen wir aber endlich zum Altmeister von Traumfrau gesucht, dem einzigartigen Walter Hoffmann. Und der hatte interessanterweise übrigens bis vor ein paar Jahren auch einen gar nicht so schlecht laufenden YouTube-Kanal, auf dem er unter anderem Flirt-Tipps gegeben hat, die genau wie in der Serie ein bisschen an sexuelle Belästigung grenzen. Entschuldigen Sie, darf ich mit Ihnen wetten, dass ich Sie küssen kann, ohne Ihre Lippen zu berühren? Und wenn sie sagt, ja, wie soll denn das gehen, dann küsst er sie auf den Mund und sagt, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich die Wette verloren, tut mir aber wirklich leid. Toll, noch besser fand ich nur den folgenden Flirtspruch. Ich glaube, wenn irgendjemand mit sowas auf einer Frau zukommt, dann verwandelt die sich automatisch in eine Wasserrutsche. Er geht auf die Frau zu und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie hier irgendwo eine Muschel gesehen? So ein bisschen verzweifelt, ja. Und dann sagt sie, ja, wieso hier in der Stadt, wieso suchen Sie denn hier eine Muschel? Dann sagt er, ja, irgendwo musst du, Perle, ja wohl herkommen, oder? Um 2015 müsste das gewesen sein, war Walter dann übrigens so erfolgreich und von sich überzeugt, dass er ernsthaft einen Song rausgebracht hat. Mit dem wundervollen Titel Frauen lieben Männer und einer Hook, die ich ungelogen gar nicht mal so scheiße finde. Da es aber natürlich Walters Song ist, hatte er da drin auch eine wunderschöne Rap-Passage. Und solltet ihr zufällig Ohren besitzen, dann könnte es sein, dass die gleich Schaden nehmen. Umgekehrte Cappy macht keine Frau happy. Dein Hipster-Tattoo spricht gegen IQ. Rucksack und Jeans sind absolut tödlich. In Sachen Liebe, und das werden viele von euch wahrscheinlich wissen, hat Walter dann ja aber tatsächlich nach der Sendung seine Martha geheiratet. Und das ist auch offiziell bestätigt und es gibt auch einige Bilder und Videos dazu. Und um das ganz deutlich zu machen, das war wohl nicht die Hochzeit, die damals im TV gezeigt wurde. Das war nur so eine Art Fake.
Weg. Richtig geheiratet hat er dann später. Das Magazin hier zum Beispiel hat dazu geschrieben: Nach 3 Jahren Fernbeziehung heiratete das TV-Paar 2019 auf Mauritius in trauter Zweisamkeit. Zur Feier des Tages gönnte der spendable Walter seiner Auserwählten sogar die Honeymoon-Suite inklusive Romantikpaket. So konnte sich das frischgebackene Traumfrau-gesucht Hochzeitspaar leidenschaftlich auf verstreuten Rosenblättern wälzen. Ohne Frage, Walter weiß halt, was den Frauen gefällt. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Aber auch aus dem TV ist Walter ja nicht völlig verschwunden und letztes Jahr hatte er tatsächlich einen großen Auftritt bei Kampf der Reality Stars und hat da kaum, dass er in der Sendung angekommen ist, direkt angefangen mit den Frauen zu flirten. Ihr seid aber 2 hübsche Schwestern. Schwestern? Danke. Ja, weil eine allein kann gar nicht so hübsch sein. Oh, und schlechte sexuelle Anspielung, die hat er natürlich auch die ganze Zeit gemacht. Ach, ich bleib dabei, man muss Walter schon irgendwie lieben. Du weißt ja, Essen und Trinken sind die 3 schönsten Dinge im Leben. Aber wieso 3? Essen und Trinken sind 2 Sachen. Und auch damals hat Walter noch mal ganz deutlich gemacht, dass er und seine Martha immer noch zusammen sind. Hat er wirklich sehr schön formuliert. Ich bin seit 3 Jahren verheiratet und bin sehr glücklich. Geil. Okay, und jetzt muss ich sagen, verlasse ich ein bisschen die Fakten und gehe in den Gerüchtebereich. Aber es gibt schon länger das Gerücht, dass Walter und Martha eigentlich nicht mehr wirklich zusammen sind. Also, dass sie zwar schon noch verheiratet sind, aber Martha mittlerweile in einem anderen Bundesland als Ärztin arbeitet und zwischen ihr und Walter auch kein Kontakt mehr existiert. Ob das stimmt oder nicht, darüber hat sich Walter leider niemals geäußert, deswegen kann ich euch das weder bestätigen noch dementieren. Dafür habe ich aber eine andere kleine Lüge aufgedeckt. Und zwar hat Walter ja immer von sich gesagt, dass er Walter Hoffmann heißt und mittlerweile als Wedding Planner arbeitet. Und es war gar nicht so einfach, die Seite dazu zu finden. Aber den Bildern nach auf der Seite ist er das wohl und da steht dann im Text: Traumhochzeit im Ausland. Guten Tag, liebes Brautpaar. Traumhochzeit im Ausland, das ist mein Thema. Mein Name ist Albert Hoffmann und ich darf mich als Ihr Wedding Planner vorstellen. Was? Wurden wir etwa die ganze Zeit angelogen? Heißt Walter in Wirklichkeit Albert? Heißt Elvis vielleicht in Wirklichkeit dann Madonna? Und Dennis ist vielleicht Jesus? Na gut, das finden wir dann vielleicht in einem anderen Wahrheitsvideo oder in der Folge Traumfrau gesucht heraus. Hier auf meinem Kanal gibt es bestimmt ganz bald die nächste davon. Gut, dann hoffe ich, du hattest jetzt mindestens genauso viel Spaß wie ich. Denkst dran, dir unbedingt mal die Curve-App im ersten Link in der Videobeschreibung anzugucken, ohne die dieses Video hier übrigens gar nicht möglich gewesen wäre. Und denkst daran, meinen Kanal zu abonnieren. Aber das musst du alles sowieso wieder tun, denn sonst musst du jetzt 9 Stunden lang Walters Song hören.